Alles klar, Bühne frei. Ab sofort gehört das Kurhaus Scheidegg Odysseus dem König von Ithaka. Die Aufführung der Oper von Claudio Monteverdi hat er möglich gemacht. Der musikalische Leiter und Wahlscheidegger Wolfgang Schmidt, der das Stück aus dem Italienischen übersetzt hat. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir überlegt habe, wo kann man das aufführen? Und dann hatte ich ein Gespräch mit dem Bürgermeister Pfanner hier von Scheidegg. Und der ist mehr darauf abgefahren, als ich eigentlich mir das selbst erwartet hätte. Und hat also alles mobilisiert, was die Gemeinde machen kann. Hat auch wirklich Kontakte geschafft und hat uns Türen geöffnet. Also, komm mal. Etwa ein Jahr haben die Vorbereitungen zur Rückkehr des Odysseus gedauert. Viel Arbeit, vor allem weil das Scheidegger Kurhaus auf eine Oper nicht vorbereitet war. Die Infrastruktur, was Oper anlangt, ist natürlich in Scheidegg null. Und wir mussten alles selber sozusagen in Griff kriegen. Aber jetzt macht man seit einem Jahr Pläne. Und siehe da, 5 Tage vor der Premiere gab es noch keine Ausfälle. Also wir sind sozusagen voll im Plan. Besetzt ist Monteverdis Odysseus in Scheidegg mit professionellen Solisten. Zum Beispiel mit Daniel Jens als König von Ithaka. Und der hat sich in dem Stück durch 25 Szenen zu kämpfen, bevor er endlich wieder seine Heimat betreten kann. Die Geschichte führt ihn und die Zuschauer an viele unterschiedliche Handlungsorte. Auch das eine Herausforderung. Vor allem für Regisseur Alexander Irmer, der die Darsteller kurzerhand im ganzen Kursaal spielen lässt. Ich glaube auch, dass das sehr gut ist für Scheidegg, für Oper auf 800 Meter Seehöhe, ohne Theaterinfrastruktur, dass man den Leuten genau so Oper bringt. Das ist ja eigentlich das, was wir machen hier. Wir bringen die Oper dahin, wo sie nicht ist. Für gewöhnlich ist sie in Institutionen fest verankert. Und ich denke, das Bespielen des Saales ist in dem Sinne eigentlich eine dem Stück entsprechende und dem Publikum gerecht werdende Version. Bis Odysseus Rückkehr Premiere feiern kann, sind es noch ein paar Tage. Die Zeit bis dahin wird das Team um Wolfgang Schmidt noch nutzen für intensive Proben. Heute Abend 18 Uhr. Danke vielmals.